Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Final Fantasy Brave Exvius. So, wir machen heute weiter in der Event Story Quest, nämlich die Versammlung, und schauen uns gleich mal den zweiten Level an. Ich bin schon ganz gespannt, was uns dort erwartet. Wie gesagt, der komplette Event ist vorproduziert. Das bedeutet, wenn ihr diese Folgen seht, habe ich die quasi an einem Stück aufgenommen. Und zwischendurch release ich dann immer auch nach und nach noch Storyline-Folgen. Auf diese Weise habt ihr erstmal verdammt viel Brave Exvius zu sehen. Und außerdem gehe ich sicher, dass wir diesen Event auch noch rechtzeitig in der Zeit schaffen. So, also wir gehen hier hin, in die Versammlung, verschwenden keine Zeit mit irgendwelchen anderen Sachen, denn die zeige ich euch ja im normalen Let's Play sozusagen, also in den regulären Folgen. Die Bitte des Jungen. Keine Gegenstände, okay, das gucken wir uns dann immer an, pro Gebiet. Keine Gegenstände, keine Essbar, benutze schwarze Magie, beschwöre einen Essbar, ist ja auch noch mit dabei. Da gibt es dann so einen Unterstützungsalchrist. Keine Gegenstände, benutze zweimal ein Limitrausch, okay, verstehe. Das Einzige, was hier wirklich nervig werden kann, ist eben, beschwöre ein Essbar. Ich hoffe mal, das bleibt bei einem Essbar und werden nicht mehrere oder so. Wen wir auch mitnehmen können, ja nicht. Ach so, hier ist Jun, guck mal. Ich glaube, Jun habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Ich habe gedacht, da wäre jetzt Fohlen dabei. Ich denke mal, ich nehme hier Jun mit. Ja, da passt er so gut da rein. Ist zwar nicht Fohlen, aber Jun ist auch okay. So, wir nehmen natürlich wieder dieses Team hier um Ace und Barz herum. Das hilft uns natürlich auch, Limits öfter einzusetzen. Also, los geht's! Das erste Gebiet ist hier, wird wieder geredet. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gebiete vor uns. Die schauen wir uns gerne an. Übrigens hat mir eine gute Blackout in die Kommentare reingeschrieben, es wird teurer, es wird mehr Energie kosten zukünftig, viel mehr Energie. Teilweise sogar bis zu 100 Energie. Da bin ich mal gespannt. Das muss es sein. Junge, dieser Ort erinnert mich an die Zeit, als du noch ein Küken warst, Partner. Achso, er meint Junge, dieser Ort. Weißt du noch, als ich mich in dieser Höhle beim Spielen verirrt hatte und du mir geholfen hast, den Ausgang zu finden? Ah, Chocobus scheint ziemlich alt zu werden und er hier hat ihn hier schon ein ganzes Leben lang begleitet. Seitdem sind wir unzertrennlich. Manchmal bin ich mir nicht sicher, wer von uns auf wen aufpasst. Ach, das ist süß, das ist wie mit Barz und Boko. Ach was, ich weiß doch, dass du immer auf mich aufpasst. Quä. Ich gehe mal davon aus, dass diese Missionen hier immer eine gewisse Länge haben. Also die werden bestimmt immer so 20 bis 30 Minuten lang, die Folgen, weil es sehr viele Stationen sind. Sollte aber aus irgendwelchen Gründen auch immer mal so eine Station weniger als 20 oder 30 Minuten gehen, dann lasse ich die Folge so kurz. Es kommt ja zusätzlich zu den normalen Folgen, ne? Also habt ihr immer mehr als genug zu gucken. Schnell nach Hause, Energie 7, 2 Kämpfe. Was haben wir hier? Keine Gegenstände und ohne Kampfweg Verbündeten. Das ist sehr gut. Ja, ich sammle die Alchristen, weil wir haben die grandiose Neuigkeit erhalten. Und zwar wird es nochmal einen neuen, wie heißt es nochmal schnell, Brave Frontier Event geben. Und bei diesem Brave Frontier Event wird es möglich sein, Tillith auf 6 Sterne zu bringen. Auch die anderen Brave Frontier Charaktere wird man auf 6 Sterne bringen können. Und außerdem gibt es Verbesserungen für... also Energie, Skill-Verbesserungen für Firion und für Ace, unter anderem natürlich. Und ich freue mich da riesig drauf, denn endlich können wir die Skills von Ace verbessern und Ace damit zu einem richtig mächtigen Charakter machen. Und ich habe vor, Ace dann, sobald diese Verbesserungen raus sind, sofort zu verbessern, gleich seine wichtigsten Skills hochzuziehen. Genau genommen sind alle seine Skills wichtig. Wir greifen zuerst einmal normal an. Was soll ich nochmal...
Entschuldigung, was soll ich nochmal machen hier? Keine Gegenstände. Okay, kein Problem. Es sind bloß zwei Kämpfe. Vielleicht kann ich ein paar Skills zeigen. Ich würde mal sagen, wir machen das hier. Flammende Combo. Fügt einem Gegner teilweise direkten Schaden zu und reduziert Feuerresistenz. Machen wir doch das mal zuerst. Flammende Combo. Los geht's. So, ihr habt gesehen, was für ein Schaden das gemacht hat. Ich greife trotzdem noch einmal normal an, um eben Esper und Limits aufzuladen. Ach, die Kampfmusik ist so grandios. Was haben wir noch hier? Wütender Vogel fügt einem Gegner physischen Schaden zu. Oder Zorneskuss. Gibt so viele coole Attacken hier. Erhöht den nächsten normalen Angriff. Erhöht den nächsten normalen Angriff und Feuerresistenz. Hier, flammendes Herz, trifft alle Gegner. Komm, wir machen das mal. Los geht's, Jun. Das hat ganz guten Schaden gemacht, glaube ich sogar. Ja, hier, ne, fast 100.000 Schaden. Ziemlich cool. Und wir haben auch schon ein paar Limits voll. Das heißt, wenn wir Limits einsetzen müssen, ist das kein Problem mehr für uns. Alles Chocobo-Liebhaber, ich finde das toll. Ich mag ja Chocobos. Ich besitze ja selber zwei Vögel, zwei Nymphensittiche. Und diese beiden Nymphensittiche sind im Prinzip, sind im Prinzip kleine Chocobos. Wenn ihr googelt mal Nymphensittiche. Und wenn ihr mal euch mal anschaut, wie Nymphensittiche aussehen, falls ihr es nicht wisst, ne, das sind die mit den kleinen gelben Köpfchen, den roten Bäckchen. Und wenn ihr euch mal anschaut, wie Nymphensittiche aussehen und guckt euch mal an, wie Chocobos aussehen, da ist schon eine Ähnlichkeit. So, endlose Ruine, Energie 7, zwei Kämpfer, da gehen wir jetzt mal rein. Kein Limitrausch und keine Esper, auch das kriegen wir problemlos hin. Ja, ich brauche diese ganzen Alchristen hier, um dann letztendlich die Skills hochzuziehen von Ace auf Ebene 2. Und ich möchte gerne möglichst alle Alchristen mitnehmen, vor allem die in den späteren Ländern. Levels, weil man damit praktisch schon den einen oder anderen Skill maxen kann. Und das ist es auf jeden Fall wert. So, wir haben noch mehr Fähigkeiten, die wir uns angucken können. Wir greifen einfach mal normal an mit ihm hier. Okay, also Chocobo hackt und Chocobo kratzt. Finde ich cool. Warum greift er eigentlich so oft an? Hat der nicht eine Chance, öfter anzugreifen oder sowas in der Richtung? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Der war auf jeden Fall ziemlich cool, der Jun. Ein guter Kombo-Charakter. Das haben wir ja vorhin gesehen bei Wütender Vogel. Machen wir doch mal... das sind Buffs, die mache ich jetzt mal nicht. Machen wir doch mal Zorneskuss. Ich will erstmal alles andere gesehen haben hier. Wir haben flammende Kombo gesehen und flammendes Herz. Wir haben normalen Angriff gesehen. Jetzt machen wir Wütender Vogel. Also, los geht's! Wütender Vogel! Mit dem Skill meine ich, alter Schwede, da pustet ihr alles alleine weg. Also wenn man feuermäßig rumchainen will, ne, eine fette Kette machen, dann ist der Vogel grandios. Also Jun ist der Vogel, unser Reittier. Ja, der gute Blackout hat mich schon ein bisschen vorgewarnt, wie schwierig das später wird und hat auch angeboten, ein paar Einheiten entsprechend zur Verfügung zu stellen. Nicht, weil die Kämpfe schwierig werden, sondern weil es schwierig ist, diese ganzen Aufgaben hier zu erfüllen. Ich bin mal gespannt. Sollte es wirklich schwer werden, werde ich natürlich Blackout dann entsprechend um Hilfe bitten. Vielen Dank an der Stelle, lieber Blackout, nochmal. Keine Gegenstände für einen weißen Alchrist und füge einem Gegner Lichtschaden zu für einen schwarzen Alchrist. Okay, können wir Lichtschaden zufügen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir haben gar keine Möglichkeit, Lichtschaden zuzufügen. Ich kann auch kein anderes Team wählen. Das ist blöd. Das ist genau das, was Blackout gesagt hat, was ich machen sollte. Und zwar mir gleich am Anfang, bevor ich in diesen Level reingehe, schon anzuschauen, was das denn für Aufgaben sind. Weil ich habe, glaube ich, jetzt keine Möglichkeit, irgendwie Lichtschaden zu machen. Aber wir gehen mal rein. Und ich müsste jetzt quasi aufgeben, dann wäre alles umsonst. Oder noch einmal da reingehen. Und beides ist scheiße. Okay, haben wir die Möglichkeit... Ach ja, hier, wir haben Sanctus. Meine Fresse, habe ich mehr Glück gehabt als Verstand. Also machen wir gleich mal Sanctus, dass ich nicht vergesse. Und wisst ihr was? Weil es so toll ist, machen wir Geistespräsenz und hauen die Gegner zweimal Sanctus ins Gesicht. So. Normalerweise würde Sanctus jetzt auf den einen zweimal gehen, ja? Ihr seht ja, ich muss zweimal Sanctus auswählen und dann kann ich nur einen Gegner auswählen. Es gibt aber einen Trick. Ich mache jetzt Sanctus und klicke dann gleich den nächsten an.
Das bedeutet, sie macht Sanctus auf den ersten und dann Sanctus auf den zweiten. Wenn man schnell genug klickt und das weiß, da kann man damit einiges an interessanten Kombinationen machen. Man kann so zum Beispiel auch Bann auf zwei Gegner aktivieren, wo man das normalerweise nur auf einen Gegner aktivieren könnte. Also auf einen Gegner zweimal, das wäre Blut. Okay, hier ist ein Wanderer. Was, Punk? Das ist nicht gut. Ich werde dich retten. Heißt der Punk? Punk? Wie auch immer. Ach, hier, guck mal, halt MP und LP. Der kann sogar Chakra, das ist ja krass. Wir machen jetzt mal Zorneskuss. Ich glaube, das ist der letzte Skill, den wir noch machen müssen, bevor wir dann noch die Buffs zur Verfügung haben. Die hebe ich mir auf für die, für den Bosskampf oder so. Also machen wir Zorneskuss. Ja, okay, ist nichts Besonderes. Das Schwierigste an den ersten Leveln ist eigentlich nicht, noch nicht mal, dass die Gegner schwer sind, sondern vielmehr, dass man diese Aufgaben irgendwie erfüllt und dran denkt, all die Sachen zu machen hier oder sich vorher anschaut, was nötig ist, dass man die entsprechenden Charaktere mitnimmt. So, hier ist wieder etwas Story, ne? Schriftrollen bedeuten immer Story und Schwerter bedeuten immer Kämpfe. Macht ja Sinn. Gucken wir uns mal die Storyline gemeinsam an. Wir scheinen es geschafft zu haben. Bist du verletzt? Sicher, dass du mich retten willst? Ich verkaufe das Wasser aus dieser Ruine. Hast du Rabauke? Fortschritter Punk, ne? Punk oder Rabauke? Kommt ja fast aufs Gleiche. Und wie ich hörte, hast du also einen Auftrag angenommen. Also sind wir im Grunde genommen Rivalen. Du, unser Rivale? Man kann nicht einfach zusehen, wie jemand in Not ist, ohne zumindest zu versuchen zu helfen. Ich bin sicher, dass deine Ware auch schon viele Leben gerettet hat. Und davon mal abgesehen, ich habe keinen Grund, dir nicht zu helfen. So, so, Fohlen hat wirklich ein gutes Herz. Der nächste Kampf steht bevor. Evakuierungsmaßnahmen, 7 Energie und 3 Kämpfe. Benutze Schwarzmagie und beschwöre einen Essbar. Da ist es nämlich. Und dafür habe ich mir das aufgehoben. Unterstützungsalchrist gibt es dafür. Und ihr wisst ja, genau den brauchen wir. Ich werde jetzt einfach mit Jun ein bisschen aussetzen und Chakra ein paar Mal aktivieren, bis er wieder volles Mana hat. Ja. Deswegen machen wir jetzt einfach mal Chakrarisieren. So, zack. Dann beschwören wir einen Essbar. Und ich würde sagen, als Essbar rufen wir mal Dunkler Bote, weil ich ihn einfach so cool finde. Auf geht's, Diabolos, Dunkler Bote! Ja, Diabolos ist einer meiner Lieblings-Essbar aus der kompletten Final Fantasy-Reihe. Ich weiß noch, wie beeindruckt ich war, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Das war bei Final Fantasy 8. Und ich fand den so grandios. Ich habe den immer eingesetzt, wann möglich. Hier machen wir nochmal Chakra. So. Und deswegen finde ich es auch ziemlich cool, jetzt wo ich Beschwörer an S-Bahn und benutze schwarze Magie. Jetzt wo wir ja Ace mit dabei haben. Und ich Ace so cool finde. Und Diabolos meiner Meinung nach am besten zu Ace passt. Von all den S-Bahn, die man eben einem Magier geben kann. Bin ich sehr froh drüber, dass die beiden so gut synergieren. So, Scolopendra haben wir hier. Wir können eigentlich wieder normal angreifen. Ich mache noch keinen. Oder könnte ich schon Buff machen? Erhöht den nächsten normalen Angriff. Erhöht den nächsten normalen Angriff und Feuerresistenz. Ich glaube, das erhöht Feuerangriff. Den nächsten Angriff ein bisschen weniger. Erhöht dafür Feuerresistenz. Und das macht einfach nur den normalen Angriff hoch. Wir machen mal Purpurwüten. Einfach so aus Spaß. Wir haben noch ein paar Kämpfe vor uns. So, wie viel hat das denn jetzt gemacht? Feuerresistenz erhöht, wie viel steht hier nicht? Kann ich euch leider nicht sagen, ich habe noch nicht nachgelesen. Aber naja, immerhin. So, wir greifen allen normal an. Jetzt haben wir auch genug Limit.
geht ja nur darum, dass ihr die Skills mal alle seht, ja. Generell ist Yun eine der stärksten Einheiten im gesamten Spiel momentan. Vor allem, wenn der Gegner feuerschwach ist. Er ist im Prinzip sowas wie, weißt du noch mal, diese eine Eiselfe da, fällt mir jetzt der Name nicht ein, ne? Ihr wisst ja, wen ich meine. Und er macht halt Feuerschaden und ist sehr, sehr, sehr gut darin, so wie Setzer zum Beispiel, Ketten zu machen. Angriffsketten. So, hier haben wir im Herzen des Chaos 7 Energie, 3 Kämpfe. Machen wir auch, benutze mindestens 2 mal ein Limitrausch, dafür habe ich ja gespart. Mit Wächter-Alchristen, Support-Alchristen, Tech-Alchristen, die brauche ich alle. Und keine Gegenstände, das kriegen wir hin. 2 mal Limit kriegen wir auch hin. Ach, Frievia heißt sie, Frievia. Ich sehe immer, ich habe ja einen Spieler in meiner Freundesliste, der benutzt auch Frievia. Und der nennt sich ja Gesekiel oder Gesekiel. Gesekiel, denke ich mal. Und den setze ich, ich sehe immer nur den Spielernamen. Darum fällt mir dann ja nie der Name des Charakters ein. So wie hier, ich lese immer nur Damien. Aber eigentlich ist das ja Yun. So, wir sollen 2 mal Limit benutzen. Wir machen mal den Limit von Cecil aus Spaß. Zack. Was hat denn Minfilia für ein Limit? Ach hier, ne? Das gucken wir uns auch gleich mal an. Dann machen wir noch den Limit von Bartz. Da haben wir auf jeden Fall 2 mal Limit erfüllt. Kommen ja noch ein paar Kämpfe. Leider kann ich dir von Yun nicht zeigen, weil er nicht in meiner Freundesliste ist. Dann machen wir den Limit von Ishtola. Was hat sie? Alle Ziele. Okay, gut, machen wir später. Und dann noch den Limit von Ace. Also, ätherischer Puls. Ätherischer Puls. So. Und dann hauen wir noch das hier raus. Jackpot Shot. Ja, ich habe mich ja in den Kommentaren mit Blackout über Noctis, Orlando, Fury und Ace und so weiter unterhalten über die Puls, die ich gemacht habe. Ich habe mir schon gedacht, dass hier mehrere Gegner kommen. Darum habe ich mir ihren Limit aufgehoben. Und jedenfalls habe ich mich mit Blackout ein bisschen drüber unterhalten. Und sollte ich jemals zu irgendeinem Zeitpunkt im Spiel den Eindruck erweckt haben, als wäre ich undankbar für Ace, ja, dann würde ich da nochmal klarstellen, das ist nicht der Fall. Ich bin unheimlich froh, dass wir Ace haben. Ich finde den Charakter verdammt cool. Wie gesagt, der ist nicht umsonst rechts am Rand hier, wenn ihr hier rechts an der Seite schaut, ne? Das hat einen Grund. Und auch spielerisch hier in diesem Spiel finde ich ihn einfach eine verdammt coole Sau. Und ich denke, wir werden spätestens nach dem Update, jetzt ist er ja schon gut, aber das Update kommt gerade rechtzeitig, bevor dann die richtig harten Gegner kommen. Und dann werden wir mit Sicherheit einiges mit Ace reißen. Deswegen will ich ihn schnellstmöglich auftunen. Ich hau sämtliche Pots in ihn rein, die ich finde. Also, ne, alles, was wir an Pots finden, um seine Statuswerte zu erhöhen. Und ich werde auch seine Skills schnellstmöglich leveln, weil wenn überhaupt, dann ist es eher für mich wert. Und da haben wir auf jeden Fall einen Main-Damage-Dealer erst einmal, der richtig, richtig ordentlich ist. So, jetzt schauen wir uns gemeinsam Anführer der Dämmerung an. Das ist übrigens das allererste Mal, dass ich diesen Skill einsetze. Ich habe offscreen, seit ich Minfilia auf Maximum habe, kein einziges Mal diesen Skill gesehen. Und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemals eingesetzt habe. Ich glaube, von Denne oder Neurusin habe ich sie mal eingesetzt. Aber jetzt gucken wir gemeinsam meine Minfilia mit ihrem Limit. Los geht's, Freunde! Anführer der Dämmerung! Wie geil ist das denn? Das sah ja richtig cool aus. Habe ich noch nie gesehen. Noch gar nicht. Oder mir ist das nicht aufgefallen. Da kommt ja Ishtola mit zu Hilfe, die ein Schutzschild macht. Dann kommt Papalimos oder wie der heißt zu Hilfe, um Damage zu machen. Und Minfilia beschützt nochmal alle. Also erhöht nochmal die Angriffskraft oder sowas. Wie auch immer. Das ist ja richtig cool. Das ist ja... Ida kommt auch noch mit hinzu, wird auch noch Schaden. Das sind hier, ne, das komplette Final Fantasy 14 Team. Gefällt mir sehr gut. Hat ja ein bisschen was von den Avengers, muss ich ja sagen. Und ich als Marvel-Fan feiere sowas natürlich sehr. Ein neues Abenteuer beginnt. Ich danke dir. Vielen Dank. Das ist nicht viel, aber alles, was ich habe. Ach so. Nun, wenn du jemanden dein Geld geben möchtest, gib es doch dem Händler hier.
Wenn du ihn bezahlst, wird er dir Wasser aus den Ruinen verkaufen, bis es deiner Schwester wieder gut geht. Wirklich? Bist du dir da sicher? Auch Söldner müssen essen. Du solltest deine Einkünfte nicht verschenken. Wenn du meinst, mir etwas zu schulden, lass mich dies für dich tun. Das ist die beste Bezahlung, die ich mir vorstellen kann. Hey du, Chocobo-Reiter! Ich habe eine Nachricht für dich. Jemand hat gehört, wie gut du bist. Ich habe einen Auftrag für dich, von jemandem aus Soldat. Soldat? Ich hörte, dass es dort gefährlich ist. Es soll schwer sein heutzutage, dort als Händler zu überleben. Was bedeutet, dass viele Leute dort Probleme haben müssen? Klingt nach genau dem richtigen Ort für mich. Es macht mir irgendwie Spaß, ihn so ein bisschen heldenhaft zu sprechen, ich weiß nicht. Ich denke mal, er ist einfach so der Held einfach. Ach ja, jetzt wo wir Amelia sehen, Blackout hat mich freundlicherweise darauf hingewiesen, dass ich Amelias Limit Break hätte einsetzen sollen und dass man sie als Chainer spielt. Also so wie ich Yun erklärt habe, so wie Setsa, so wie Shizuru, also mit der Skillkette, mit dieser Chain, mit der Kette, das ist ihre wahre Stärke, habe ich natürlich nicht richtig gezeigt. Ich glaube, ich habe es mal kurz angesprochen oder angedeutet, aber nicht gezeigt. Also sollte jemals wieder Amelia zur Verfügung stehen, ich nehme sie mit, werde ich auch versuchen, Setsa mitzunehmen, so dass wir, dann auch mal sehen, wie man eine Chain richtig einsetzt mit ihr. Habe ich gar nicht vorgelesen jetzt, ne? Irgendwo, wohin als nächstes reisen. Also Amelia verfolgt uns. Das ist interessant. Der Auftrag ist beendet. Das finde ich super klasse. Wir kriegen Kohle, wir kriegen sogar relativ viele Erfahrungspunkte. Hier sollten wir alles abgeschlossen haben, bis auf... Nein, wir haben alles abgeschlossen, das ist super. Ach, ich hatte schon Angst, dass wir das mit dem Lichtschaden nicht hinkriegen, aber es hat er doch noch geschafft. Kraft, Alchrist, sehr gut. So, Freunde, ihr wisst Bescheid, diese Folge in ja, knapp 20 Minuten ist, glaube ich, in Ordnung. Der unerfahrene Schwertkämpfer oder was das war, schauen wir uns in der nächsten Episode an. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik, dann mache ich alles besser. Denn ihr wisst ja, ich lese alle Kommentare und beantworte alle Kommentare. Ich freue mich auch immer riesig über Kommentare. Denn ihr wisst, der ist ein Let's Play, was heißt Let Us Play. Was heißt, wir spielen gemeinsam zusammen, auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen vorproduziere. Aber keine eurer Kommentare gehen verloren. Ich gehe früher oder später darauf ein. Irgendwie, auf irgendeine Weise und vielleicht kann ich ja sogar den einen oder anderen Tipp mal umsetzen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht und ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Episode. Dann machen wir weiter bei der Versammlung. Vielen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.